Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen nun zu einem neuen MMORPG Project hier bei euren Jigger Tobi. Yay, yay, was geht? Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt ja schon mal jetzt Scarlet Blade bei mir geschaut. Ja, auch ein weiteres MMORPG, was ich jetzt noch in die My Let's Playe und euch ein bisschen so darüber was zeigen möchte. Und hier habe ich jetzt für euch ein weiteres cooles neues MMO, was ich euch vorstellen möchte. Und wir werden ja sehen, so, ja, wie das so bockt halt, ne? Ja, ich nehme Vibe, weil ich spiele sowieso bei MMO gerne Mädels. Ihr kennt mich ja, Leute, also, na, warte mal, hä, warum kann ich das nicht groß machen? Also, Gigatobi. In Englisch hört sich mein Name sowieso besser an, eigentlich Gigatobi, aber, ich kann mich auch nur Tobi nennen, je nachdem. Aber auf jeden Fall, Gigatobi, also Englisch hört sich das auf jeden Fall fucking good an, also, wow. So, dann gucken wir mal, was wir hier so an Frisuren machen können. Also, ich will irgendwie ein bisschen hier ranzoomen, aber irgendwie geht das wohl nicht. Hey! Oder hier. Doch, hier. Wow, wow. Wow. Ich muss dann gleich, glaube ich, nochmal gucken, wie mit der Grafikeinstellung, weil sieht ein bisschen komisch aus. Schwert. Die Schwertkämpfer verursachen einen großen Körperangriff und sind bekannt für schnelle, starke und präzise Angriffe. Schwertkämpfer haben viele besondere Fähigkeiten. Ihre Angriffe sind gut gegen feindliche Rüstung. Sie richten einen großen Schaden an. Ja, sie sind immer wieder gut als Verursacher für einen kritischen Schaden. Dadurch sind sie in einer Gruppe sehr nützlich. Ja, und weitere Erklärungen. Oh ja, jetzt kommt meine Klasse. Ja, Zweihand, geil. Oh, ich feiere das so. Die Zweihandkämpfer kämpfen mit einem starken Körperangriff und sind bekannt für verheerende Attacken. Zweihandkämpfer können ihre Feinde mit ihren schweren Waffen zum Erstarren bringen. Ein Gegner, der nicht kämpfen kann, ist ein leichtes Ziel. Oh ja. Dann gibt es auch noch Stange. Die Stangenkämpfer benutzen Speere, Stäbe und andere langstielige Waffen, welche einen Körperangriff Schaden verursachen. Blablabla, ja. Dann haben wir noch den Bogen. Die gehen eigentlich auch ganz gut ab. Dann hier gibt es auch noch so Totem. Das kennt man ja aus irgendwelchen Spielen, Animes und sonst was. Hat auch was von Azura's Breath, was ich ja auch Let's Played habe. Zum Beispiel gibt es auch hier Krallen. Was ist das denn? Also das ist welche Musikmacher. Zweihandschwertkämpfer. So sieht's aus. Dann können wir hier schwere Rüstung Vorschau gehen. Hä? So könnte das später wohl aussehen, wenn wir richtig derbe gut sind und wow, ziemlich weit kommen. Dann gibt es auch noch hier Stoff. Die Variante Stoff, wo das eben halt so böse und aussieht, so böse und mysteriös und sexy auf jeden Fall hier und so. Dann gibt es ja noch Kostüm 1. Oh. Könnte mir auch gut gefallen. Und Kostüm 2. Oh. Okay. Ja, Leute. Die Friese. Aber wir werden wohl erstmal so aussehen, so jämmerlich. So jämmerlich. Hier gibt es ja leider nicht so viele Frisuren, die man hier auswählen kann. Naja, ich nehme mal das jetzt irgendwie. Schnubbe, oder? Haarfarbe. Na.
Anscheinend haben die wohl irgendwie kein Blond. Egal, nehmen wir das halt. Ist auch nicht so wild. Nehmen wir das. Das fand ich gut. Dann kann sie auch noch so Gesichtstätowierungen haben, Bemalungen haben und so weiteres. Outfit. Hey, jetzt können wir hier Outfits auch noch auswählen. Ich wäre für das hier. So knapp, ey. Hier sieht man den rosa Höschen. Ah, na, na, na. Weiß nicht. Hier sieht das irgendwie aus, als ob sie überhaupt nichts an hätte. Oder auch sie hätten. Weiß nicht. Ziemlich schwarzes, knappes an. Nehmen wir mal, rosa Höschen. Knappe Klamotte. Und ich finde auch den Look, der sieht eigentlich voll nice aus. Nehmen wir einfach jetzt mal. Ja, haben wir soweit alles eingestellt. Dann legen wir los. Ha, ich fühle mich toll. Von Gamigo. Von Gamigo ist das, ja. Ruckle Power hier, FPS. Wow. Ich weiß auch nicht, warum das hier so derbs ruckelt. Finde ich komisch. Starten. Ha. Naja. Kein Plan, ich muss da sowieso nochmal bei den Einstellungen gucken. Ich konnte das jetzt nicht direkt beim Launcher einstellen. Bei Skylar Blade konnte ich das schon, aber hier irgendwie geht das wohl nicht. Oh, jetzt singt da noch irgendwie so ein Typ, ey. Oh, wir müssen die Welt retten. Und ich singe mein Liedchen. Ja, so ist das mal. Und guck gerade bei Gigatobi bei diesem Spiel hier zu. Wollen erfahren, was hier in dem Spiel abgeht. Oh, herzlich willkommen. Wähle deine jetzige Spielart. Ja. Ich will mir noch nicht mit anderen Leuten rumkloppen. Bestimmt einige voll OP und all so ein Kram. Nee, nee, lass mal lieber. Schließlich würde ich aber euch ja was vom Spiel zeigen und nicht da mit anderen Leuten rumfetzen oder so. Heute so derbs auf Langeweile. Oh, ich will unbedingt die Leute rumfetzen. Ich will unbedingt die rumprügeln da. So, oh, rumkämpfen wollen. Mann! Ich hoffe mal, das ist jetzt nur so am Anfang, dass mir Laden so lange dauert. Wir gucken uns den Ladebalken an. Wie cool das aussieht und es ist einfach faszinierend. Ja, ein schöner Ladebalken, den man sich da genießen kann mit der Landschaft. Was für eine Kunst. Ja. Und wir sehen uns dann im Spiel, also im nächsten Part meine ich. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen und wenn ihr jetzt so denkt, ach, ich will dann jetzt unbedingt jetzt in diesem Spiel was sehen, weil dann kann ich ja sowieso dann noch Einstellungen machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder mit dabei sein würdet. Schaut auch noch bei Scarlet Blade mit rein, Leute. Und ja, dann werden wir sehen, was hier bei Lung so abgeht. Also Leute, haut rein, euer Gigatobi. Ciao.